Thilo, herzlich willkommen heute im E-Werk und ich freue mich, dich mal endlich auch kennenzulernen. Ich habe von dir oft gehört, aber nie die Gelegenheit gehabt, dich persönlich kennenzulernen. Und ja, du bist ja schon seit rund 20 Jahren, wenn nicht mehr, dann ja, auf dieser Szene der Kreativ- und Kulturwirtschaft tätig. Hast einiges dann wohl auf die Beine gestellt und fortgeführt. Und wir als Wirtschaftsministerium sind ja immer dann auch daran interessiert, wie dann die Kultur- und Kreativwirtschaft hier als Wirtschaftsstandortfaktor eine Rolle spielt. Wie siehst du das? Wo sind die Potenziale, du als Insider? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Tatsächlich habe ich mir das heute Morgen überlegt, wie lange ich in dem Bereich arbeite. Es sind dieses Jahr tatsächlich 25 Jahre, was ja, spannend ist. Es war wohl spannend oder es ist immer noch spannend. Es ist viel schneller vorbeigegangen, also die ersten 25 Jahre, als geglaubt. Ich glaube, die Potenziale liegen einfach in dem täglichen Tun, in dem täglichen Handeln, in dem morgens aufstehen und überlegen, in welche Richtung können wir verschiedene Projekte weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was Kreativwirtschaft, in meinem Fall ja mehr Musikwirtschaft, die Sparte innerhalb der Kreativwirtschaft, die Musikwirtschaft ausmacht, dass wir vielleicht die Möglichkeit und die Chance haben, uns jeden Tag neu erfinden zu dürfen oder zu müssen. So. Das stelle ich mir spannend vor. Also wenn man jeden Tag dann ganz neu überlegt auf der grünen Wiese, was kann man dann Neues anfangen, in welche Richtung dann auch bewegen. Bleiben wir vielleicht kurz auch ja, in deinem Bereich, in der Musikbranche. Wie stellt sich denn hier die Szene dann da? Welche Akteure haben wir? Ist dir die Infrastruktur dann gut genug, um dich weiter hier dann auch zu entfalten? Wie siehst du das? Die Szene ist toll. Die Szene gab es schon immer. Die ist auch immer im Wandel. Die hat sich auch vom Rock, vom Punkrock, dann jetzt mehr in Richtung, wie wir heute sagen, urbanere Themen, vielleicht auch Hip-Hop und so gewandelt. Wir haben tolle saarländische Künstler tatsächlich, die national und international erfolgreich sind. Zum Beispiel, wenn wir an eine Hip-Hop-Gang Genetic denken oder die Band Powerwolf. Die ja wirklich europaweit und weltweit auf den großen, größten Festivals headlined, können wir da schon mächtig stolz sein. Also hat man da auch in der Vergangenheit wahrscheinlich auch nicht alles verkehrt gemacht. Wir sind auch mit einer Entwicklung von jetzt zum Beispiel meinem, also ich kann ja nur von mir reden, von meinem Festival, Rocco del Schlacco zum Beispiel sehr zufrieden. In anderen Bereichen sind wir unzufrieden, Stichwort Electromagnetic. Hakt auch ein bisschen an saarländischer Infrastruktur. Was den Bereich der Konzerte angeht, haben wir tatsächlich riesengroße Defizite. Also wir sind hier im E-Werk, das ist eine super tolle Halle für die Kapazität von 3500. Das ist eine sehr ähnliche Kapazität wie die Saarlandhalle. Jawohl. Im kleinen Bereich, im kleineren Bereich, im Clubbereich haben wir auch zum Beispiel allen voran die Garage in der Innenstadt von Saarbrücken, was ein super toller und wichtiger Club für die Stadt und auch somit für das ganze Land ist. Aber wenn wir Künstler aufgebaut haben, ist das E-Werk sehr schnell oder die Saarlandhalle zu klein und die großen Bühnenbilder passen halt in diese beiden Hallen nicht rein. Die Kapazität ist zu klein und somit verlieren wir dann die Künstler dann an andere Regionen. Und das ist das, was uns ja sehr, sehr, ja, ich möchte nicht sagen deprimiert, aber das ist halt ein Riesenproblem für uns in der Branche, dass wir dann, wenn es eigentlich darum geht, zurückziehen müssen und dann einfach auf dem Tableau national nicht mehr mitspielen kann. Ja, also die Künstler, die du genannt hast, diesen müssen wir auch sicherlich auch Entfaltungsmöglichkeiten auch geben und auch die entsprechende Bühne geben. Das Thema Spielstätte, Stätten, die du ja, also das du dann ansprichst, ist sicherlich jetzt ein Thema im Hinblick darauf, dass wir ja nicht vielleicht mit Luxemburg wirklich konkurrieren können. Das ist in unmittelbarer Nähe und bietet jetzt andere Potenziale dann sicherlich auch an. Allerdings haben wir ja hier doch bewiesen, dass wir doch einiges, ja auch mit dir dann, ja, dabei doch können dann und im Rahmen auch von Open-Air-Veranstaltungen, dass wir hier dann, unser USP sage ich das mal nicht, aber dass wir uns da mehr entfalten können. Ja, also du hast ja deine eigene Veranstaltung ja auch genannt, die du ja auch vor Jahren, Jahrzehnten initiiert hast, Rocco del Schlacco.
aber auch Perspektivs, das findet ja auch draußen statt. Das ist vielleicht etwas, was wir, ohne jetzt mehr oder mit den Bordmitteln, dann weiterentwickeln können. Wie siehst du das? Ja, vielleicht noch ein Satz zu Luxemburg. Ja, wir haben ja hier im Saarland nicht den Anspruch, dass internationale Bands hier, die auf Tournee sind, auf Europa-Tournee sind, in Saarbrücken halt machen. Aber wir verlieren auch deutsche Künstler auf einer Deutschland-Tournee, die 12 oder 16 Tourneetermine haben. Verlieren wir mit Saarbrücken, fallen wir da aus dem Kalender raus. Und das ist für ein ganzes Bundesland, ein Bundesland mit eigener ARD-Rundfunkanstalt, dann schon sehr, sehr schwierig und deprimierend. Sowohl für die Rundfunkanstalt, als auch für uns als Veranstalter, als auch für Bewohner der Region. Und an dieser Stelle darf man, glaube ich, auch wieder hervorheben, wie wichtig, glaube ich, solche Veranstaltungen, solche kulturellen Veranstaltungen für eine Region sind. Wir haben eine tolle Universität. Ich glaube, da bräuchten wir auch Kunst und Kultur für die Studenten. Ich glaube, wenn wir diese Art von Kunst und Kultur anbieten, werden wir auch, und das sind wir im Saarland zum Glück, die aktuelle was wir im Moment erleben, wie die Welt politisch droht einzureißen. Ich glaube, dass dadurch, durch das Angebot, das wirklich prägend ist für die Region, für die Bewohner. Wir haben im Saarland ganz, ganz geringe Wahlergebnisse von schwierigen Parteien. Das wollen wir auch, glaube ich, beibehalten. So das ist es. Können wir vergleichen mit anderen Regionen, wo diese Kunst und Kultur nicht vorgehalten wird, wo es in andere Richtungen geht, weil andere Gesinnungen sich an genau dieser Stelle breit machen. Und zu guter Letzt ist es ein Wirtschaftsfaktor. Also wir in der Popkultur sind ja frei von Subventionen. Wir setzen Geld um, wir müssen Geld verdienen, dass wir leben können, unsere Mitarbeiter bezahlen können und somit auch Steuern zahlen. So, also das wird ja oft verwechselt. Der Kulturbegriff in Deutschland wird sehr oft verwechselt von der Kultur, die förderungs- und subventionsfähig ist, hin zu dem, was wir betreiben. Die Popkultur, sage ich das einfach mal, die am freien Markt sich ohne Subventionen wirtschaftlich bewegt. So ist es. Wir haben hier die beiden Zweige dann. Und bleiben wir vielleicht beim Thema auch Fördermöglichkeiten, das du angesprochen hast. Wir haben jetzt für größere Vorhaben, beispielsweise kulturelle Leuchttürme, ja ein Förderprogramm ins Leben gerufen namens Inwertsetzung kultureller Leuchttürme. Das ist sicherlich auch nicht für alle Anliegen dann relevant. Aber ich sehe hier auch ein Potenzial beim Thema Fonds für Popkultur, was jetzt auch ein aktuelles Thema ist. Im Hinblick darauf, was steckt dahinter? Die Idee letztlich, öffentliche Mittel mit privaten Mitteln zu bündeln und ein Konzept zu entwickeln, wo es halt am besten ist, dann diese Mittel dort auch im Sinne der Popkultur auch zu verwenden, zielgerichtet, gebündelt. Diese Förderkulisse, wie siehst du sie dann? Sicherlich auch ausbaufähig. Nach oben gibt es ja keine Grenze. Aber ich denke, mit einigen auch Verstetigungen dann im Hinblick auf die Finanzierung, sei es jetzt Max Ophüls oder Perspektivs, haben wir auch ein gewisses Signal gesendet, dass wir willig sind, auch einige Veranstaltungen hier dauerhaft zu finanzieren in unseren Möglichkeiten. Ich denke, einige Beispiele können wir sehr wohl vorweisen, aber Entwicklung nach vorne ist auch wünschenswert. Ja. Genau. Was kulturelle Leuchttürme angeht, die du angesprochen hast, war ich tatsächlich von der ersten Stunde mit dabei bei den ganzen Treffen und runden Tischen und Sitzungen in eurem Hause, um das auf die Beine zu stellen. Das war ein langer Prozess, das hat vor Corona schon begonnen, das war schon gewiss seit 3 Jahren. Finde ich super, dass das Wirtschaftsministerium hier ein Zeichen setzt, parallel zum Kultusministerium und sich bekennt und sagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Es ist auch touristisch und so
wirklich, wirklich wichtig, um Akzente zu setzen, wie das Wort ja schon sagt, Leuchtturm, um überhalb, außerhalb des Saarlandes überregional strahlen zu können und dort auch einfach Themen zu setzen. Andererseits, als es dann um die zu fördernden Projekte ging, waren dann noch einige, ich weiß es jetzt gar nicht, wie es jetzt im Einzelnen ist, aber dann waren doch dann auch Projekte aus Richtung vom Kultusministerium jetzt dabei. Das finde ich deshalb schwierig, weil das eigentlich an der Grundidee vorbeiging. So. Ich glaube, Joachim Arnold mit der Oper am Saarpolygon ist ein Beispiel, jemand aus der Privatwirtschaft. Der Gedanke ist ja, mit einer Fördersumme ein Projekt zu starten, zu initiieren, um es auf die Bahn zu bringen, damit es sich dann, wie sagt man so schön, ins Fliegen kommt. Anschubfinanzierung. Ins Fliegen kommt und sich dann nach der Anschubfinanzierung dann halt weiterentwickeln kann. Und selber trägt im besten Fall, wenn das. Und ich glaube, man muss auch darauf achten, dass es dann auch wirklich die überregionale Wirkung entfaltet, dass es dann wirklich, und da muss man auch wirklich drauf achten und da darf man sich auch nicht selbst Dinge schönreden, dass man dann auch wirklich darauf achtet, dass überregionale Menschen dann zu uns ins tolle Bundesland kommen und wir auf diese Art und Weise uns weiterentwickeln. Absolut, die Attraktivität unseres Standortes dann verbessern, weil das ist einmal für uns wichtig, Saarländerinnen und Saarländer, dass wir uns hier dann auch in unserer Heimat, in unserem Saarland wohlfühlen, aber auch im Hinblick gerade auf das Thema Fachkräfte, also das uns dann eine Zeit lang verfolgen wird, ist es auch extrem wichtig, dann auch attraktiv für andere von außen dann zu wirken. Das ist ein Herzensthema von mir. Ich hab, Auswahl des Standorts oder Neuansiedlungen von Unternehmen, das sehen die sich auch vor Ort dann an. Es ist ein Herzensthema von mir. Ich habe 2000 begonnen, in Kaiserslautern Regionalentwicklung, Raumordnung zu studieren. Und deshalb denke ich das Thema schon immer mit. Also so auch parallel sehr schöne Verknüpfung parallel zu Rocco Themen. Und habe da auch in jedem kleinsten Bereich das immer wieder gespiegelt und mir überlegt, welche Handlung erzielt welche Wirkung und wie wichtig ist sie. Ökonomisch, sozial, auch im Austausch der einzelnen Dinge. Das ist ein Bündel an Aspekten, Ein Thema Awareness oder so, da ist ein Festival halt ein guter Spot, um über diese Themen zu reden, die Themen zu leben, das zu diskutieren. Und das passiert auf einem Festival. Das ist eine Bühne für einige Dinge. Dann, auf einem Campingplatz von einem Festival, drumherum, in den sozialen Medien davor und danach. Das sind die wertvollen Orte, um diese Themen einfach zu besprechen. Zu besprechen und sich auszutauschen. So. Absolut. Wie ist das Thema Nachwuchs? Also vielleicht jetzt in deiner in der Musikbranche. Finden wir dann genügend Nachwuchs? Ich kann ja nur von einigen hier Projekten mal berichten, sei es jetzt Talentfabrik oder Expertise, die wir ins Leben gerufen haben, um nämlich halt in die Richtung auch zu denken, wo man dann noch mehr dann, so eine Werbekampagne, wenn man so will, für diese Berufe dann zu machen, halt sehr früh dann in der Ausbildung. Aber ich gehe davon aus, dass das so nicht reicht, sondern noch mehr dann gemacht werden muss. Ja, also die Veranstaltungsbranche ist, glaube ich, die sechstgrößte Branche in Deutschland so. Das hat man auch nicht, weil wir sehr dezentral... Das nimmt man sie so wahr, genau, wir sind sehr dezentral strukturiert und sind jetzt kein Autokonzern, der mit einem Sprecher für 300.000 People redet, sondern wir sind halt sehr dezentral organisiert. Corona hat uns natürlich auch richtig zugesetzt. Gerade Fachtechniker, Bühnenbau, Menschen, die nachts ins Bühnendach klettern, so, die haben wir teilweise halt verloren an die Industrie. Ja. Die bauen jetzt Windkrafträder. Die haben jetzt gelernt, dass sie von Montag bis Freitag geregelte Arbeitszeiten, 9-to-5 und am Wochenende oder sogar abends zu Hause sind. So, kennen viele aus unserer Branche nicht. Aber dennoch, wie lange sind wir jetzt wieder am Spielen? Seit über einem Jahr, seit Corona, merken wir, dass auch wieder Menschen zurückkommen und dass es sich schon wieder einigermaßen eingerüttelt hat. Rekorde haben wir nimmer. Also ich habe jetzt noch genug Bewerbungen, so, aber vor Corona hatte ich halt
50-fache an Bewerbungen. So. Aber das ist okay. Ja, aber jetzt der Effekt kommt ja nochmal, dass sich alles nochmal belebt und das soll auch so bleiben. Ja, wir haben dann, denke ich mal, guten Einblick in das dann bekommen, was du dann machst. Was würdest du dir dann für dein Festival wünschen? Ist das etwas, was man dann noch weiterentwickeln kann? Beziehungsweise ja, lässt sich das doppeln? Oder ist da noch mehr Potenzial bei uns im Saarland für solche Festivale dieser Größenordnung? Ja, also über Rocco bin ich immer wieder verwundert. So, das ist vielleicht sogar ein klein bisschen größer geworden, als ich es mir gewünscht hätte. So. Tatsächlich? Ja, ich wollte es, glaube ich, so 20% kleiner war so meine Zielvorstellung, wie sich dann so. Also getoppt. Dann sage ich immer gerne, Größe der Veranstaltung hat nicht nur etwas mit der absoluten Besucherzahl zu tun. So. Aber was zum Beispiel Electromagnetic angeht, merken wir als Tagesfestival, dass wir infrastrukturell abgehängt sind. Stichwort Bahnverbindung, Flugverbindung, ja. Stichwort in der Ecke der Nation, also neben Lothringen, dünn besiedelte Pfalz, ja. Dünn besiedeltes ja. In der Grenzregion. Eifel, dünn besiedelte Eifel. So ist es dann für eine Tagesveranstaltung extrem schwer. Und daran hakt und krankt es dann schon so ein bisschen bei Magnetic, was da einfach Finanzierungsprobleme mit sich zieht. Und das ein Hauptgrund ist oder der Hauptgrund ist, warum es das im Moment nicht gibt. So. Aber ja, andererseits muss man einfach auch damit umgehen, weiter dranbleiben, dass wir weniger Landflucht von jungen Menschen haben. So, das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe und ja, da gilt es einfach dran zu bleiben. Thilo, bleib uns dann weiterhin so motiviert. Du bist ein Denker, aber auch gleichzeitig ein Macher. Und das macht ja auch deine Arbeit so wertvoll, was man selber dann sich dann überlegt hat und dann Ideen kreiert hat, dann auch in die Umsetzung dann zu bringen. Das ist schon toll und ja, weiterhin viel Erfolg und viel Energie und Kraft bei deinen weiteren Vorhaben. Vielen Dank. Danke fürs Interesse und die Einladung. Gerne.